Mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video verrate ich dir, was ein Periskop ist, beziehungsweise wie es funktioniert. Dazu schauen wir uns das mal an, was es überhaupt ist. Bringt man in Verbindung eigentlich immer mit U-Booten. Da ist das Problem, man möchte gerne aus dem Wasser gucken, ohne das ganze U-Boot preiszugeben. Das heißt, der Teil, der aus dem Wasser guckt, ist der eine Teil des Periskops. Der andere Teil im U-Boot selber sieht so aus, das ist auf einem U-Boot aufgenommen, wo gerade ein Soldat da entsprechend durchschaut. Wie funktioniert das Periskop? Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Bei der linken Möglichkeit habe ich einfach zwei Spiegel. Diese beiden Spiegel lenken das Bild oder das Licht zweimal um, sodass es dann in mein Auge fällt. Oder es gibt das Ganze auch nochmal mit zwei dreieckigen Prismen. Letztendlich ist das Prinzip das gleiche. Auf der langen Seite des Prismas wird es im Prinzip reflektiert, das Licht, und auf diese Art und Weise zweimal umgelenkt, sodass es in mein Auge fällt. In Wirklichkeit gibt es da noch so ein paar Linsen und solche Geschichten, dass man im Prinzip nicht nur um die Ecke sozusagen gucken kann, sondern auch das, was man da zu sehen bekommt, auch vergrößert dargestellt bekommt oder wie auch immer. Das heißt, in Wirklichkeit ist es ein bisschen komplizierter aufgebaut, hat dafür mehr Funktionen, aber das Grundprinzip ist immer das gleiche. Das Licht wird zweimal umgelenkt und dann kommt es in mein Auge. In diesem Experiment schauen wir uns ein Periskop an. Hier habe ich einen Spiegel. Diesen Spiegel bringe ich hier an diesem Rohrstück an, und zwar im Winkel von 45 Grad. Das heißt, alle Lichtstrahlen, die jetzt hier reinfallen, werden hier mit 90 Grad, weil Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, wieder herausgebracht. Wenn ich das jetzt zusammenstecke, auf der anderen Seite habe ich das genauso, habe ich ein Periskop. Das heißt, wenn ich hier durchgucke, gucke ich praktisch hier oben raus. Jetzt kann man mal spaßhalber da reingucken und man kann durch das Rohr gucken und auf der anderen Seite rausgucken. Hier sieht man meinen Finger, wie er winkt. Hier ist der Finger. Das heißt, das Periskop ermöglicht es mir, sozusagen zweimal um die Ecke zu gucken. Und es gibt noch was Interessantes, das kann ich beziehungsweise kann ich aber auch lassen. Du kannst ja mal selber nachdenken und in die Kommentare schreiben. Ist das Bild jetzt richtig oder falsch rum, wenn ich hier durchgucke? Beziehungsweise ändert sich etwas, wenn ich das Periskop so gestalte. Das heißt hier, das um 180 Grad drehe. Also ist jetzt das Bild richtig oder falsch rum? Oder wie sieht es aus? Ist es jetzt richtig oder falsch rum? Da muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber es ist eigentlich gar nicht so schwer. Der Trick ist, man zeichnet sich das Ganze auf, zwei Lichtstrahlen, und dann guckt man, ob diese Lichtstrahlen sozusagen vertauscht werden oder nicht. Ich probiere es aus. Mal schauen, was du daraus bekommst. Wenn das Video für dich interessant war oder wie auch immer, gerne ein Abo oder ein Like und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.